Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir auf dem Donington Park in der LFM unterwegs. 25 Minuten und es wurde ganz schön wild. Viel Spaß! Nicht wundern, wenn ihr mich manchmal noch zwischendurch was anderes quatschen hört. Ich war hier im Discord mit zwei Teamkollegen und natürlich hat man sich zwischendurch ausgetauscht, was so passiert ist. Aber wir starten jetzt mit dem Rennen. Wir sind im Grid in der Startaufstellung und los geht's. Die Ampel ist grün. Wir starten auf Platz 7. Und dann gucken wir uns mal, wie wir uns gegen die Ferraris, die vor uns waren, und die zwei Porsche und ein BMW. Und da geht schon der erste Ferrari weit quer, fliegt hier quer übers Feld, räumt erstmal zwei andere Autos ab. Da habe ich riesen Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Ich habe es aber im Rückspiegel gesehen und auch auf dem Radar zum Glück recht zügig gesehen, dass der viel zu schnell von hinten ankommt. Und dementsprechend haben wir es hier geschafft, konnten ausweichen, haben jetzt schon eine P6, weil der vor uns wurde ja einfach mal unsachgemäß entsorgt. Aber die Lücke nach vorne ist natürlich direkt aufgegangen. Zum Glück auch eine Lücke nach hinten, aber ich kann schon mal so viel sagen, der pinke Lambo, den ihr da im Rückspiegel seht, der war auf jeden Fall nicht unbedingt langsam und ja, wir mussten uns hier erstmal eingrooven. Ich halte es auch inzwischen so, dass ich sage, klar kann man die ersten zwei, drei Runden stark pushen, aber die Reifen sinnvoll warm fahren macht auf jeden Fall in den Rennen mehr Sinn, dass man nach hinten raus auf jeden Fall noch Leistung in den Reifen hat. Also habe ich es am Anfang immer ein bisschen gemütlicher angehen lassen inzwischen, weil ich sage, wenn man dann hinten raus die Reifen ein bisschen geschont hat, kann man auf jeden Fall die eine Sekunde, die man hier jetzt vielleicht im Gesamten verschenkt, deutlich, deutlich leichter wieder zufahren und hat einen Vorteil, einen Riesenvorteil vor allem, am Ende sich zu verteidigen gegen die anderen und kann da vielleicht nochmal punkten. Ja, und wir waren ja auch schon wieder dran, also es war gar nicht so das Problem, dass wir hier jetzt nicht ganz so voll gepusht haben am Anfang. Und jetzt hieß es, wie kommen wir denn an dem BMW vorbei und wie kommen wir denn weiter nach vorne? Weil irgendwie muss es ja klappen. Wir sind halt auf P6, erste Runde gemeistert. Ihr seht, der Lambo hinter uns, schnellste Runde in den Asphalt gedonnert. Und ja, der macht auf jeden Fall Druck, hat hier schon ja, fast meine Stoßstange mal kurz berührt und hat sich gedacht, Kollege, da bin ich, nimm mich ernst, nimm mich wahr, ich will eigentlich an dir vorbei. Hab mich auch in der ersten Kurve ein bisschen verbremst, deswegen ist der Abstand nach vorne direkt wieder aufgegangen und ja, hab auch gedacht, oh oh, hoffentlich schiebt er mich da jetzt nicht weg, war schon auf den Zusammenstoß vorbereitet, deswegen habe ich da vielleicht ein bisschen langsam gemacht, aber ich wusste auch hier, gerade in dem Bereich, der jetzt kommt, in dem Part hier, diese rechts berghoch und die nächste rechts oben auf dem Kopf, da war ich eigentlich ganz gut unterwegs, das lag mir ganz gut und ist auch mit dem Porsche gut zu fahren und da waren die anderen alle immer ein bisschen langsamer, da konnte ich auch meinen Abstand auf den Lambo immer ein bisschen rausfahren, dafür habe ich mich jetzt am Anfang des Rennens in der Schikane immer schwer getan, liegt aber auch daran, ich wollte natürlich keinen Cut haben, weil eine DT hier, das in so einem 25 Minuten Rennen, die fährst halt nicht wieder raus, ne? Das ist immer ärgerlich, deswegen Schikane ein bisschen langsam machen, keine Warnings kriegen, damit wir da keine Sorgen haben und natürlich hier in der Spitzkehre auch nicht verbremsen und wo ich sage, ist es schon fast passiert. Da musste der Lambo auf jeden Fall stark zurückstecken, hat er auch gemacht. Und jetzt hier nicht wieder verbremsen, das hat geklappt, aber da gab es von hinten einen und dann hat er mich nochmal angestupst und umgedreht. Ja, und dann sind natürlich hier die vier Plätze, glaube ich, fünf Plätze verloren. Jetzt erwartet, toi toi toi, gut gemacht, dass er da auf jeden Fall den Anstand hat und stehen bleibt. Wir haben leider 11 Sekunden Schaden. Das war natürlich bitter. Ich habe mich auch ziemlich aufgeregt in dem Moment, weil es einfach für meinen Geschmack unnötig war. Wenn er schneller ist, kein Thema. Auf dem Donington Park überholt es halt nicht so leicht, aber war ja auch nicht maximal schneller. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, er hat sich da eigentlich verbremst, weil er schon sehr schnell von hinten ankam. Ich bezweifle, dass er so die Kurve wahrscheinlich vernünftig gekriegt hätte. Naja, alles meckern hilft nichts. Wir sind auf P10, haben jetzt einen McLaren vor uns und ja, ich sage, der Anfang war auf jeden Fall schon mal recht wild und ja, der Unfall war unnötig. Jetzt heißt es auf jeden Fall mal die Positionen wieder zufahren, gucken, wo wir hinkommen. Die sind zum Glück alle nicht weit weg und das Auto verhielt sich eigentlich auch noch ganz okay dafür, dass wir 11 Sekunden Schaden hatten, vor allem weil es Heckschaden ist und ihr seht, ja, da merkte man den Heckschaden direkt, weil Heckschaden im Porsche führt meistens dazu, dass man sehr viel Übersteuern bekommt. Das war im alten Porsche noch extremer und jetzt der BMW natürlich direkt neben mich gefahren, da habe ich mir schon gedacht, er muss auch eigentlich da nicht reinstechen, aber andererseits hätte man auch sagen können, ich hätte die Tür auch einfach zumachen können und da hat der Lambo hinter mir ja, sich irgendwie verbremst beim Losfahren, rausgedreht. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht auch absichtlich da nochmal Platz gemacht hat, dass er mich nicht nochmal anschubst. Aber auf jeden Fall ist er da weg gewesen. Und jetzt haben wir da auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe vor dem gehabt. Mussten aber gleichzeitig auf den McLaren hinter uns aufpassen. Da geht der BMW vor uns ein bisschen weit. Da habe ich gedacht, jetzt setzen wir uns hier natürlich direkt wieder neben ihn. Er hat das ja auch gerade gemacht. Gab es
ganz leichten Kontakt einmal und jetzt erste Kurve hat er natürlich die bessere Linie. Mal abgesehen davon ist er auch vor uns, also habe ich hier zurückgesteckt, wollte hier keinen Unfall riskieren, nicht noch mehr Schaden kriegen. Und ja, ein Dreher oder ein Unfall ist immer blöd, weil man eigentlich immer eine Position verliert, auch wenn man den Kollegen vorher, der neben einem war oder so, vielleicht hartnäckig irgendwie dann rausdrückt. Das ist ja auch nicht die Art, die man fahren will. Also haben wir gesagt, schön ruhig machen. Wir wussten ja eigentlich, dass wir zügiger unterwegs sind als die Kollegen da vorne. Ja, der BMW hat sich da jetzt erstmal den Benz gesnackt. Der hatte ja auch einen leichten Fehler. Also war jetzt die Frage, wie schaffen wir es denn da irgendwie wieder vorbeizukommen und gleichzeitig nicht den McLaren nach hinten zu nah rankommen zu lassen. Aber ich muss sagen, mit diesen ganzen Situationen, ja, war auch ein bisschen so, dass ich den Flow nicht richtig reingekriegt habe. Und ja, das musste jetzt erstmal irgendwie passieren, damit wir es hinkriegen, auch wieder unsere Position innerhalb der Top 10 zu bekommen. Und deswegen hieß es jetzt schnell irgendwie am Benz vorbeikommen, damit das passieren kann. Und ihr seht, jetzt haben wir die Schikane einmal vernünftig gekriegt, wie das Delta nach oben rast. Direkt 7/10 im Delta, aber die Zeit da oben ist natürlich mit einer 1,29 auch immer noch nicht gut. Aber da machst du auch nichts bei so viel Verkehr. Jetzt haben wir auch noch den Ferrari da ganz vorne, der vorhin die Kollegen, glaube ich, da irgendwie abgeräumt hat. Jedenfalls hat er die gleiche Livery. Ich weiß nicht, ob es der gleiche war. Aber der hat sich auf jeden Fall auch wieder irgendwie nach vorne gefahren. Und ja, damit haben wir jetzt mal eine erste vernünftige, clean Runde gefahren. Und ja, ihr seht schon, auch in der ersten Kurve, der Benz immer ein bisschen am struggeln und hier kommt er zu weit raus und da habe ich gedacht, nutzen wir direkt die Chance, vorbei an den Kollegen, am BMW dann dementsprechend dranbleiben und dann haben wir auch unsere Top-10-Position wieder und haben schon wieder eine halbe Sekunde im Delta, also da ging Rundenzeiten technisch auf jeden Fall noch was. Wir machen mal einen kleinen Sprung nach vorne, ihr seht, da ist nicht so viel passiert, Abstand nach vorne gleich, Abstand nach hinten auch identisch und da geht der BMW von gerade einfach weit, kann sein Auto irgendwie auch gar nicht mehr kontrollieren, richtig abfangen, schlägt glaube ich sogar noch ein. Dementsprechend hat er jetzt jede Menge Position verloren, ihr seht, der steht auch immer noch in der Wiese. Und ja, damit haben wir die 9. Position wieder und haben fast eine Sekunde jetzt im Delta, eine 27,9. Das ist auf jeden Fall mal die erste Zeit, wo ich sage, die kann man als Rennpace schon mal akzeptieren und das ist schon mal in Ordnung. Und jetzt, ja, hatte ich da auch gedacht, jetzt klappt's und dementsprechend drehen sich Autos vor uns, jetzt ganz langsam machen, nicht in den McLaren reinfahren. Der Ferrari da vorne, den hat es leider erwischt. Ich glaube mal, da gab es Kontakt zwischen dem McLaren und dem gelben Ferrari da vorne. Und der Kollege hier vor uns, der sieht auf jeden Fall schon deutlich ramponiert aus. Und ja, hier ist er jetzt auch wieder relativ langsam unterwegs. Ich habe deutlich besseren Exit. Wollte außen vorbei eigentlich und habe mich dann aber nicht so richtig getraut und da reinstechen wollte jetzt auch nicht dementsprechend, weil Unfall, ja. Und ich wollte da jetzt keinen Unfall riskieren, aber war auch nicht so richtig nötig, denke ich, weil da geht er auf jeden Fall schon ein bisschen weit. Und ich glaube, wir mussten nur Druck aufbauen, dann macht er seinen Fehler von ganz alleine. Und was ich die letzten 10 Minuten eigentlich vollständig ignoriert habe, ist die Wetteranzeige. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, dass es in 10 Minuten regnen soll und dann fing es plötzlich an zu regnen und ich war halt dementsprechend komplett überfordert, dass auf einmal irgendwie Regen ist und ich habe da auch gar nicht mit gerechnet. Ja, und ihr seht, das Auto wird direkt leicht und weich und ja, es wird direkt auf jeden Fall interessant zu fahren und jetzt haben wir noch 13 Minuten und die Diskussion mit meinen Teammates ging natürlich direkt los. Was machen bei Regen? Wie verhält man sich jetzt bei Regen? Ja, ihr seht, der Ferrari da vorne war auf jeden Fall ordentlich am Kämpfen und den hat der Regen vielleicht auch überrascht. Ich weiß nicht, also mich hat es komplett eiskalt erwischt, der Regen. Ich habe die Anzeige definitiv total ignoriert, habe da gar nicht drauf geachtet. Jetzt in 10 Minuten soll es sogar noch mehr Regen werden. Und jetzt war halt die Frage, gehen wir jetzt rein? Natürlich sofort TC und ABS anpassen, damit wir uns hier auf den Slicks im Regen auch nicht wegdrehen. Und jetzt hieß es, mal gucken, was machen denn die Fahrzeuge vor uns, wie verhalten die sich, wie gehen die um mit der Situation, dass wir hier jetzt auf einmal eine feuchte, nasse Fahrbahn kriegen, weil wenn wir jetzt stoppen und würden reingehen, dann ist es ja so eine Sache. Klar ist man dann wahrscheinlich nach hinten raus auf die Rundenzeit gesehen schneller, aber wenn ich jetzt reingehe und einen Reifenwechsel mache, dann überholt mich ja das komplette Feld und da könnt ihr das vergessen. Hier habe ich mal geguckt, Strecke ist noch schmierig. Temperaturen sind eigentlich auch okay, aber die Reifen werden auf jeden Fall schon deutlich, deutlich kälter. Der Druck geht auf jeden Fall flöten aus den Reifen. Solange die von hinten keinen Druck machen und nicht schneller fahren, habe ich gedacht, okay, wir bleiben einfach mal hinter den beiden Ferraris vorne und versuchen da zu warten, dass die einen Fehler machen. Und da ist es passiert. Der Ferrari dreht sich raus. Wir haben P7 wieder. Und jetzt war es natürlich dran zu sagen, ja, mal gucken, vielleicht macht der gelbe Ferrari einfach auch noch Fehler, wenn wir es ein bisschen halten können.
Ja, ihr seht, es schon gelb wieder auf der Strecke gewesen. Langsame Fahrzeuge überall. Na klar, alle waren wahrscheinlich irgendwie. Die Reifen sind übelst kalt. Ja, nicht so ganz auf Regen eingestellt oder sind natürlich auch auf Slicks losgefahren. Ja, dementsprechend mussten wir jetzt hier noch 12 Minuten überbrücken. Der McLaren von hinten ist auf jeden Fall näher rangekommen, aber er konnte jetzt auch nicht so viel Druck aufbauen. Ich musste mich erstmal an diese Situation hier gewöhnen, versuchen, ja, das Beste draus zu machen. Und es hieß einfach warten, was machen die Kollegen vor uns. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass keiner reingeht, weil es einfach keinen Sinn macht. Hier nochmal einen kleinen Zeitsprung. Der Kollege da vorne, arg am Struggeln, die Jungs. Ja, 1,1 Sekunden. Und die beiden Ferraris da haben sich auf jeden Fall ordentlich gebettelt. Und ja, da hieß es, mal gucken, ob wir da nochmal rankommen. Der Magic und ich, wir haben auf den Jeto auf jeden Fall gut aufgeholt. Gucken, ob wir genug Druck aufbauen können, dass wir an den beiden irgendwie vorbeikommen. Der Nieto da vorne hat uns auf jeden Fall ein bisschen aufgehalten und ja, da war natürlich der Wunsch, wir müssen irgendwie schnell und vernünftig an dem Kollegen da vorbeikommen. Aber das war leichter gesagt als getan, weil du überholst im Donington Park halt eh schwierig und jetzt auch noch auf Slicks im Regen, war nicht cool. Der Vorsprung nach hinten auf den McLaren, der ist auf jeden Fall gleich geblieben, der konnte nicht aufholen, es konnte sich nicht ranfahren, wir konnten sogar minimal absetzen weiter. Dementsprechend habe ich mir jetzt keine Sorgen nach hinten gemacht. Aber die Frage war, wie kommen wir denn vorne vorbei? Ihr seht, der Abstand dann auf die Top 4 ist auf jeden Fall schon sehr, sehr groß. Da war es ziemlich unwahrscheinlich, dass man das noch irgendwie zufahren kann, außer die machen irgendeinen Fehler. Aber immerhin P5 haben wir da vor uns. Und Top 5 ist ja immer ganz schön, die wollte man eigentlich haben. Und da war der erste Fehler von dem Nieto und jetzt kann der Magic in seinem Ferrari auf jeden Fall dran vorbeigehen. Ja, das war natürlich auch mein Ziel, weil sonst würden wir wahrscheinlich nach vorne abreißen lassen. Nächster Fehler von Nieto, räumt er erstmal das Schild ab, verbremst sich hier auch noch stark und ja, beide gehen weit. Jetzt habe ich überlegt, oh, da hätte man vorbeiziehen können, aber ich habe mich wieder nicht getraut, weil jetzt im Regen natürlich noch eine riskantere Aktion, außen vorbeizugehen. Von ihm der Rejoin war für mich auch nicht ganz sauber, aber ja, das passiert halt und schimpfen bringt da alles nichts. Diesmal ist leider nicht passiert, dass der Kollege sich vor mir wegdreht, also war das Problem, dass er langsamer war, auf jeden Fall wieder da und wieder vor uns. Und er ist auf jeden Fall ordentlich am Struggle, ist hier langsamer als wir und ich musste wieder ein bisschen vom Gas gehen, wieder versuchen, dass wir da keinen Unfall provozieren. Und ihr seht, wir sind jetzt in der Runde aktuell fast 7 Sekunden langsamer und die Slicks machten es da einfach nicht besser. Dementsprechend hieß es kämpfen und ja, leider ist kein anderer reingegangen. Also die Jungs vor uns sind auch einfach weitergefahren, also gab es keine guten Regenreifen, schönen Regenreifen, also mussten wir das hier auch auf Slicks wahrscheinlich zu Ende fahren. Wir sind auf jeden Fall dran und wir könnten auch mehr Druck aufbauen, aber ranfahren bringt alles nichts, wenn man dann nicht vorbeikommt und ja, mit der Brechstange wollte man es hier einfach auch nicht probieren, weil das wäre bestimmt nach hinten losgegangen. Also hieß es einfach abwarten, die beiden Kollegen da vorne werden sich schon selbst entsorgen. Ja, das war natürlich schlecht für den Magic, er hat da von der Seite einen gekriegt. Jetzt wäre ich eigentlich wieder schneller gewesen, aber wir sehen es ja, der Kollege macht keine Gefangenen. Und dann war ich aber irgendwann so nah dran, dass ich gedacht habe, komm, jetzt können wir uns vielleicht daneben setzen oder ihn in einen Fehler reinzwingen. Hab hier in der Schikane mich mal ordentlich rangebremst und dann ist leider passiert, ich habe den Fehler gemacht, musste mich... Ja, hart abfangen, es hat aber zum Glück funktioniert, aber da sind zwei Positionen wieder flöten gegangen und dann war es nichts mit P6 oder sogar P5, sondern wir sind wieder nach hinten durchgereicht worden. Ich glaube jetzt auf P8 wurden von beiden McLaren kassiert und ja, so ist es leider in dem Moment. Und der Regen wurde immer stärker und stärker, jetzt soll es zwar in 10 Minuten aufhören, da Fehler von McLaren, ein bisschen weit gegangen. Ich hatte hier den besseren Exit, er hat nochmal einen kleinen Quersteher und dann habe ich gedacht, so jetzt muss er da aber an dem schnell wieder vorbei, weil der eigentlich auf jeden Fall langsamer war als wir und wir sind auch komplett daneben, ich bremse ein ganz klein bisschen eher, weil ich nicht weit gehen wollte und dann macht er hier leider die Tür zu, hat mich glaube ich nicht gesehen, wir haben uns wieder gedreht, das war natürlich mega, mega ärgerlich, jetzt, ja, er steht quer auf der Straße, für mich das Riesenglück, dass die beiden Ferraris, die von hinten kommen, dadurch weit gehen mussten und mich nicht überholen konnten. Ja, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, das war meine Schuld oder ob ich da rücksichtsvoller hätte noch eher bremsen müssen und ihm Platz lassen müssen, aber ich konnte ja unmöglich von der Strecke fahren und da in meiner Sicht war es auf jeden Fall sein Fehler, er hätte mir da ein bisschen mehr Platz lassen müssen, weil wir ja eigentlich nebeneinander waren. Aber da bin ich auf eure Meinung mal gespannt, gerne damit ab in die Kommentare. Aber wir machen nochmal einen kleinen Sprung in die letzte Runde und ja, da ist der Nieto wieder vor uns und ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir ihn irgendwo. Wir sind durch einen Fehler von einem anderen noch auf P7 nach vorne gekommen. Auf dem McLaren konnten wir uns wieder 400 Sekunden rausfahren, aber ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir den Nieto ja jetzt doch noch. Wir konnten die 7 Sekunden wirklich zufahren. Und ja, gleicher Move wie gerade. Diesmal wollte ich mich natürlich nicht wegdrehen, daher zu zaghaft. Er hatte zwar einen kleinen Quersteher, aber das hat nicht gereicht im Moment. Ich habe sogar noch die
naja, Streckenbegrenzung angezeigt gekriegt, aber zum Glück keine Warning. Und ich war, glaube ich, hier in den letzten Kurven einfach zu zackhaft, zu vorsichtig, um wirklich nochmal eine Attacke setzen zu können. Und jetzt das letzte Mal auf die letzte Kurve zu. Einmal nochmal anbremsen, hoffen, dass er vielleicht einen Fehler macht. Aber ich nehme schon mal so viel vorweg. Er macht leider keinen Fehler, auch wenn er die Linie ein bisschen verpatzt und wir den besseren Exit haben. Hat es am Ende nicht gereicht. Somit sind wir mit P7 ins Ziel gekommen für das ganze Chaos. Völlig in Ordnung. Und wenn es dir gefallen hat, dann schau dir doch jetzt hier direkt das nächste Rennen an.